Hi Leute und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim F1 Manager in Silverstone beim 10. Rennen, glaube ich, angekommen. Nachdem unsere beiden Fahrer wieder mal einen Doppelsieg einfahren konnten, wir jetzt mit 364 Punkten vorne sind in der Konstrukteurs-WM und das sogar deutlich. Also wir zerstören aktuell Red Bull, aber man sollte noch nicht den Tag vor dem Abend loben, wie man das so schön sagt. Ich meine, es sind noch, wie viele Rennen? Über der Hälfte auf jeden Fall. Und wenn wir in einer Hälfte über 100 Punkte Vorsprung auf Red Bull haben, können die auch in der anderen Hälfte nochmal 100 Punkte gut machen. Wenn wir jetzt entweder zu schlecht sind auf einmal und Red Bull bärenstark und die Doppelsiege einfahren und so. Man weiß es nicht. Also man sollte doch nicht, also man kann sich noch nicht entspannen. Es ist immer noch eine WM. Und deswegen, wie viel Geld haben wir denn auf dem Konto? Über 10 Millionen mal wieder, okay. Da können wir doch, hier haben wir sogar beim Autoteilzentrum was, okay. Ja, das ist sogar noch zu teuer. Ja, das ist ein bisschen zu teuer, um hier irgendwas machen zu können eigentlich. Am besten würde ich wirklich sagen, wir tun es, das könnte, ich tue jetzt nicht alles für einen Upgrade auch rausballern. Bei den Fahrern gucken wir erstmal kurz, haben die ihre Entwicklungspunkte bekommen? Also Gasly nicht, Leclerc auch nicht, mit David, ja, oh ja, David hat einen. Den tun wir doch an seinem schlechtesten Wert. Das ist Bremsen, so wie es aussieht. Ja, dann tun wir mal Bremsen, den gleich mal reinpacken. Und die Moral ist bei Gasly hoch und bei Leclerc nur okay. Genau wie bei David. Also Gasly ist mit der Moral zufrieden oder am meisten mehr als zufrieden. Bei dem läuft der Vertrag auch bald aus. Klar, ich habe ihm erstmal nur ein Jahr gegeben, um erstmal zu sehen, ob er abliefert, als ich mir ihn geholt habe bei Ferrari. Aber das ist ja voll und ganz da. Ich meine, der ist Zweiter in der Konstrukteurs-WM, in der Fahrer-WM, nur 14 Punkte hinter Leclerc, hat schon drei Rennen gewonnen, das letzte ja auch erst in Kanada. Also, ja, was will man mehr? Wir brauchen zwei Fahrer, die stark sind und Gasly kann ganz gut an Leclerc rankommen. Da ist im Qualifying vor allem immer mal so ein bisschen ein Zehntel schneller als Gasly und in Baku waren sie sogar drei Zehntel, aber im Rennen sind sie dann wieder ganz eng. Also, das ist nur das Ga Das Qualifying, was Gasly so ein bisschen die Schwäche ist, aber da gibt es noch keine Punkte. Die gibt es erst im Rennen. Und so, wenn er da vor allem an Leclerc gut rankommt, ist mir das egal, was er im Qualifying macht. Muss ich ganz, naja, ist so ganz egal, ohne, also er muss schon nah dran sein, aber ja, ihr wisst, wie ich das meine. So, bei den Ingenieuren übrigens haben wir da auch einen Entwicklungspunkt nebenbei. Bei Gaslys Renningenieur, Ricardo Adami, den kennen wir doch alle vom WLAF auch. Das war doch immer Vettels Ingenieur, als Vettel noch bei Ferrari war, oder wer war das? Ja, irgendwie kenne ich den auf jeden Fall. Da ist Boxen-Crew Management, ja, da müssen wir auf jeden Fall höher machen. Das muss doch gerade gut sein. Dann auch beim Leiter der Aerodynamik, der ist wie alt überhaupt? Ein und, boah, Gott, wisst ihr was, da gucken wir doch mal gleich an. Scouting für Ersatz. Wollen wir uns da vielleicht auch mal gleich mal angucken, na? Der hat sogar ohne Vertrag, der ist 36, okay. Ich meine ja vielleicht so eine. Kennt man hier sogar irgendeinen? Nee, gar nicht mal. Oh, gibt gar nicht. Amasao Endo, den kenne ich den irgendwoher? Ich weiß nicht. Ja, irgendwie kenne ich gar keinen davon. Irgendwie. Dikon, nee. Was sind das für Namen? Hab von denen noch nie was gehört. Alessandro Zinelli, den kenne ich glaube ich sogar. Der ist wo? Ja, ich weiß nicht. Ja, wir gucken mal. Ich gucke es mal am besten, wenn ich hier. Wenn ich mal kein Video mache, tue ich mir mal ein bisschen hier ein bisschen ausgucken, wen ich mir da nehmen könnte. Ich will nur mal kurz ein bisschen durchgucken, wen es überhaupt gibt. Wer hat was für einen Namen? Jason Prior? Ich kenne ich gar nicht. Und ich gucke schon lange von Mainz. Also, Wahnsinn. Ja, nee, das sind so viele Namen. Technische Leiter, nee, die kennt man doch gar nicht alle. Außer Ben Watkins vielleicht. Den kennt man. Den kenne ich glaube ich sogar irgendwo her. Ich weiß aber nicht wo. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Ist das der, den ich gerade denke? Oder ist das noch ein anderer? Keine Ahnung. Ist auch egal, ja, nee, da muss ich mir sehr in Ruhe drum umgucken. Nee, das tue ich mir jetzt nicht an. Fürs Video wird das dann zu lang.
Bei der Autoteilentwicklung können wir immer noch nichts machen, aber Forschung, also können wir was machen, doch können wir. Da können wir sogar. Ja, was ist denn ganz gut jetzt mittlerweile? Wir haben ja beim letzten Mal von Unterboden gemacht. Ja, was haben wir denn noch nicht gemacht? Frontflügel haben wir noch nicht so oft gemacht, glaube ich. Da können wir doch hier oben ein bisschen was machen. Ja, die Stunden. Ich verstehe das eh nicht, was mit diesen Stunden und Stunden im Windkanal ist, aber. Ja, ich verstehe das eh nicht so ganz, was die damit meinen überhaupt, aber ist auch egal. Ach, keine Ahnung. Fünf, keine Ahnung, wie viel ist. Versteht das nicht? Versteht denn, wie. Was soll überhaupt Windkanal sein? Hab keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Ne, ich lasse auf null. Ich hab keine Ahnung, was die damit meinen. So, Entwurfsfokus, da kann man doch gleich mal gucken. Ah, nee. Oha. Oha. Guck ich mir das gleich mal ein bisschen an. Oh nee. Niedrige Geschwindigkeit, okay. Was kann man denn hier machen dann? Ne? Wir können gucken, was vielleicht ganz gut wäre. Ah. Ah, wisst ihr was? Ich lasse es einfach. Ich lasse es so, wie es ist. Das ist nicht wert, mir meine Zeit damit zu verwenden, um hier zu gucken. Okay, dann, oh, Ingenieur, wie viel sind da arbeiten? Wie viel haben wir denn? Wir haben nur ein. Ah, ne, wir haben 9 zur Verfügung. Oder besser gesagt, nee, wir haben alle 10 zur Verfügung. Ja, dann tun wir. Ich weiß nicht. Ja, 5 dran arbeiten lassen. Intensiv. Boah. Ja, normal oder schnell. Ja, schnell wäre auch noch okay mit 1 Million, aber intensiv wäre über 2 Millionen. Ja, also ich will nicht immer alles so viel rausballern. Wir tun das zu oft. Aber immer muss man das sowieso ohne, ne? Also deswegen, ja, wir machen es schnell, dann ist es so schneller da und es kostet auch nicht sehr viel mehr, als wenn man es normal machen würde. Okay, da können wir sogar noch was machen, ja, können wir. Ja, was? Aufhängung vielleicht mal wieder. Ja, das lasse ich, habe keine Ahnung, was die damit meinen, das lasse ich auch, weil ich weiß nicht, was da das Beste ist. Ne, mach ich schnell. Da tun wir die restlichen 5. Und da auch schnell. Und schnell, Alter. Da könnte man es sogar intensiv machen. Alter, das ist ja richtig billig. Wie kann denn das so billig sein? Bei dem letzten Intensiv haben wir hätten wir über 2 Millionen ausgeben müssen. Auch bei schnell müssen wir da 1 Million und das sind nur 300.000. Ja, da machen wir es dann intensiv, wenn das so billig ist. Da kann man das dann natürlich machen. Und mehr können wir auch gar nicht machen, deswegen habe ich hier 5 und 5 gemacht. Und bei Anfertigen haben wir. Also Fertigungsprojekt. Ah, ja, haben wir es gleich mal, was wir gemacht haben beim letzten Mal. Heckflügel und Unterboden. Jetzt sind es Aufhängung und Frontflügel waren es, ne? Ja, beim nächsten Mal merken wir uns, sind dann die Seitenkästen und Chassis dran, damit wir alles so ein bisschen ausbalanciert haben. Das haben wir nicht vergessen. Okay, bei der Forschung müssen wir uns irgendwann aber noch drum kümmern. Weil es soll nach Rigelmeier darum kommen, damit wir nicht abstürzen für nächste Saison, müssen wir dann natürlich auch noch die Forschung dann in Betracht geben. Okay, was haben wir noch zu machen? Wichtige E-Mails erstmal. Das ist. Keine Ahnung. Ach, Renningenieur. Guten Morgen, Team. Ich habe unsere Rennstreckendaten anhand von. Ja. Achso, bei Leclerc ist. Keine Ahnung was. Ich muss mir durchlesen. Außerdem zeigt unsere Telemetrie, dass wir im Bereich Bremsenkühlung bei Auto 1 noch Luft nach oben gegenüber den anderen Teams haben. Wir sollten für dieses Attribut ein neues Autoteil entwerfen. Ah, das habe ich sogar schon gemacht, zwei sogar. Ob das ist das war, was die wollten, keine Ahnung, aber auf jeden Fall habe ich was entworfen wieder. Oder habe wieder was in Auftrag gegeben. Also daher, um konkurrenzfähig zu bleiben. Uns ist auch aufgefallen, dass Charles Leclerc im Bereich Anpassung noch Raum für Verbesserung hat. Vielleicht sollten wir die Entwicklung in der Richtung vorantreiben, um einen vielseitigeren Fahrer zu bekommen, sobald etwas mehr Erfahrung vorhanden ist. Ja, Xavier. ATR-Zeitraum endet bald.
zur Autoteilentwicklung. Nochmal was? Was ist denn das jetzt? Ja gut, da können wir jetzt nichts machen mehr. Okay, da haben wir vielleicht schon das gemacht, was die wollten, keine Ahnung. Das ist das mit dem Vorstand, der wieder sehr glücklich über das Ergebnis von Silverstone, von Kanada war. Und dann sind wir erstmal durch oder bei Auto 1. Da kann man noch was tauschen, aber ich. Nee, tu es nicht. Ach, wieso bin ich immer auf die Analyse? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das hier ist das Neuere, oder? Kann das sein? Ja, anfertigen, stimmt. Anfertigen kann man. Ah, dann tun wir das mal anfertigen noch. Auf Notfall. Und Notfall, das wäre auch nicht so schlecht. Notfall wäre aber. Aber wir müssen es jetzt nicht unbedingt. Wir können schnell machen, das passt schon. Und Menge dann 4 Stück. 21 Tage, was werden, wenn es schnell wäre? Notfall wäre. Dann wären es. 0 Tag. Achso, das kommt da sofort danach, stimmt. Wollen wir das gleich machen? Aber das ist mir wieder. Na, ist es mir zu teuer? Eigentlich nicht, aber ach komm. Wir haben jetzt nicht so viel Gestruck. Schnell reicht auch in diesem Fall. Und dann fortfahren, zack. Beim Frontflügel, da haben wir schon. Hier können wir auch machen. Nee, können wir nicht. Oder doch? Ach nee. Ja. Nee. Ich gehe lieber wieder dahin. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher, muss ich sagen. Beim Heckflügel kann man es auch nicht. Ich muss mir gucken. Beim Fassi ist da. Ich gucke mir jetzt mal kurz alles an mit dem hier. Da kann man gar nichts machen. Okay, auf jeden Fall, dass es kaputt ist oder so. Ja, okay, sogar. Motor, wie sieht der aus? Der ist kaputt, ne? Zustand. Geht das jetzt nach oben oder nach unten? Wenn nach unten, dann klar ist 38 wenig. Ah, ne, geringer Schaden steht hier aus Warnung. Ah, okay, ja, gut, dann haben wir von den richtigen. Ah, okay, ich glaube, es geht runter. So wie das aussieht. Also, das ist doch noch ganz gut bei Auto 1 und bei Gasly. Ja, 72 auch gut. Und wie ist es? Auch 38? Hund. Achso, ja, na, ich bin ja lost. Das ist ja wohl neuer Motor natürlich, klar. 41, das ist aber nicht mehr so gut bei Charles und bei Gasly sogar noch ein bisschen weniger. Da müssen wir bald mal das ERS tauschen oder beim Getriebe. Nee, oh, 18%, Alter. Je, Quatsch, da. 64 bei Leclerc. 52, ja, auch bei Gasly. Müssen wir das mal bald tauschen? Okay, wir haben aber jetzt genug, Alter, von uns über. Nee, komm, wir gehen schnell hier vor. Bevor das hier noch zu viel Zeit dauert. Okay, das Heckflügel-Upgrade ist angekommen jetzt mal. Da habe ich die E-Mail, ich weiß, was da kommt. Das mit dem Heckflügel, genau. Nochmal wichtige E-Mail. Ach, ist das die mit dem. Ja, okay. Ich habe was. Was ist das wieder was Neues? Nee, ist es nicht, okay. Ah, Vertrag von, okay. Ah, da, Das wäre halt dies von. Oh, das ist halt. Ist der komplett schon ausgelaufen oder läuft er erst in Kürze aus? Ah, nee, der läuft erst in Kürze aus, okay. Ja, da muss ich mich dann mal drum befassen, was wir mit ihm machen. Der ist halt schon 61, glaube ich, ist, ne? Alt. Ja, 61, ja. Ein Jüngerer wäre natürlich schon gut. Aber erstmal gucken. Vertrag von Gasly kann man schon verlängern, oder was? Oder, weil dann läuft er erst in 5. Oh, ja, kann man schon erneuern. Das könnten wir in der nächsten Folge schon machen, wenn wir wollen. Da hat er eigentlich schon seine Probezeit sozusagen bestanden, auf jeden Fall, mal mit Sternchen eigentlich. Aber wir warten dann noch warten. Ich meine, es ist ja noch ein bisschen Zeit, bis das wäre. Jetzt kommt Autoteilbericht. Auch, jetzt laufen alle Verträge fast schon aus. Unglaublich. Okay, zur Rennvorbereitung. Das ist das mit der Rennvorbereitung, ja. Ja, erreiche Q3, das muss das Ziel sein mit dem Ferrari. Und das andere lasse ich zum Rennwochenende jetzt endlich mal. Ich würde vielleicht sogar sagen, ich habe ein bisschen. Ist die Kamera ein bisschen verrutscht? Kann das sein? Der allererste Grand Prix der F1 Weltmeisterschaft stattfand. Hier atmet jedes Grasbüschel Motorsport und die Zuschauer sind schon ganz aufgeregt. Silverstone verlangt den Autos mit zahlreichen Kurven und historischen Wendungen viel Leistung an.
Abtrieb wird ein Schlüsselfaktor sein, wenn Teams hier erfolgreich sein wollen. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Saison hinter uns. Noch immer genügend Zeit, dass sich alles ändert. Alle Augen sind auf die Teams gerichtet und wie sie den Rest des Jahres angehen. Na gut, kommen wir zur Sache. Ich werde auch erstmal das erste Training wieder simulieren. Eigentlich kann ich für alle drei Trainings simulieren, weil mit dem Setup, nee, das ist mir auch zu, ja, bevor ich weiter rede, im Qualifier soll es regnen, okay, zu Training 1, das ist ja, erstmal nur dieses Level simulieren, man kann auch nicht zum Qualifier simulieren, sonst tut es ja alle drei, das will ich aber gar nicht unbedingt. Verstappen? Ja, und das meine ich, ja, Gasly ist so eine Zehntel weg. Auch wenn es nur Training war, aber trotzdem, der ist nah dran. Dafür, dass das Auto eben, jetzt kennt das mittlerweile, aber auf jeder Strecke. In Silverstone ist das Auto für ihn neu. Ich meine, der muss ja auf jeder Strecke mit dem Auto klarkommen. Auch wenn das Auto jetzt schon kennt, aber er fährt halt immer auf einer anderen Strecke eben. Und da muss das Auto, da fühlt das Auto vielleicht auch immer ein bisschen anders an. Und trotzdem ist er immer auf Hauch so nah dran. Also das ist schon stark, auch wenn das Training war, aber Sainz mit einer Strafe oder? Ja, anscheinend. Noch jemand? Ne, nur Sainz, okay. Im Alpha Tauri. Autoteilkenntnis, so, das ist schon auf 100%, wow. Ah, es geht, bei Leclerc ist wieder ein bisschen höher, obwohl ich nicht mal was gemacht habe. Ich dachte, das ist nur bei mir so, dass ich das immer so ein bisschen schlechter bei Gasly kriege. Aber das Team offensichtlich auch. Was ist denn da gut? Oder schlecht? Ja, gut, immerhin, aber ja, schlecht. Ja. Ich mach noch schon ein bisschen was. Das Team kann es dann selber machen, wenn sie wollen. Weil Leclerc sieht wie aus. Oh, großartig, immerhin, ja. Aber auch dreimal schlecht. Ach, keine Ahnung, manchmal das so, keine Ahnung, ob das gut ist. Werde das eh nicht machen, jetzt simulieren auch diese Session. Und das dritte Training werde ich vielleicht dann machen. Je nachdem, wie es aussieht halt. Wie das Verstappen vorne? Also jetzt ist Gasly sogar noch näher dran, ne? Nur noch, nicht mal eine Zehntel mehr weg von Charles. Nur Training, ja, aber trotzdem ist es immer so schön zu sehen, wenn die nah beisammen sind. Er ist sogar wirklich höher geworden. Wie sieht's denn aus? Ah, jetzt sieht man es nicht ganz. Ja. Willkommen, ja. Okay, wie sieht's denn jetzt aus? Ich glaube sogar, das muss so sein, oder? Kann das sein? Ach, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Lass mal ein bisschen was ausprobieren ist hier. Wie das sein soll? Ach, keine Ahnung. Ich habe doch keine... Ich mache mal so eine Treppe. Das hat man auch noch nie so gemacht, oder? War eine Treppe. War so eine schöne Treppe, genau. Obwohl, das muss dann sogar noch ein bisschen weiter hier hin eigentlich dann. Oh, so eine hohe Treppe. Mal sehen, ob das irgendwas Gutes ist. Ich glaube es eher nicht. Was ich bisher gemacht habe mit den Setups, ist immer scheiße gewesen. Nur optimal bei, ja gut. Wollen wir ohne Treppe machen? Da ist bei ihm sogar, ne? Werde ich das mal so machen einfach. Da werde ich wohl so eine Treppe machen, nur so eine etwas breitere. So. Passt erstmal. Wird eh kacke sein, ich weiß es doch jetzt schon. Und das ist aber mal verwalten schnell, aber schnell, weil ich will jetzt nicht unbedingt zu viel Zeit diesmal damit verbringen. Radio check, okay. Also schick mir mal Leclerc als ersten los. Und Gasly dann jetzt hinterher. Und weil wir das Training inne gucken müssen, lassen wir die einfach mal fahren jetzt. Boah, ich weiß nicht, wo kommt, dass sie wieder Verkehr bekommen. Ah ne, beide haben jetzt schon mal auf jeden Fall eine freie Runde. Mindestens eine. Was ja schon mal nicht so schlecht ist. Haben sogar. Beide haben sogar zwei Runden. Oh, da. Oh, jetzt regnet. Ah, war ja Samstag im Training. Ja, auf dem, das regnet jetzt schon. Oh Gott. Oh, da, wie soll man denn da jetzt irgendwas machen mit den Setups? Obwohl, das ist ja nicht. Ja, ja. Intermediates. Ja, Intermediates müssen da hin.
Mit Intermediens? Boah, jetzt müssen wir auch noch ganz größenwahnsinnig. Jetzt werden wir ganz größenwahnsinnig wohl. Ja, Intermediates. Aber das schon, das spart uns halt Softreifen, ne? Das ist auch nicht so schlecht. Auch fürs Qualifying. Da können wir auch mit der Strategie vielleicht mehr rumspielen im Render. Dann. Okay, jetzt aber die Inters. Bei Pierre und bei Charles dasselbe Spielchen. Reifen. Zack und zack. Mach ich wieder schnell vor. Wir müssen dies halt mit Inters machen. Oh, Gas ist sehr nah dran an der Tiefe. Oh, das ist nicht so gut. Oh, jetzt muss der. Der ist auch vorbei an der Tiefe. Sehr gut. Alter, wie schnell unser Auto ist im Vergleich zu den hinteren. Aber das könnte um mit Regen ein bisschen was Spannung bringen, ne? Was Qualifying angeht, vielleicht mal für ein bisschen Chaos-Ergebnis, dass mal so ein Vettel vielleicht in Q3 kommt, in Aston Martin im zweitschlechtesten Auto oder so. Man weiß nicht. Wo haben wir denn überhaupt erstmal. Alter, also, die Inters halten aber lange, ne? Also, da können wir sogar vielleicht sogar bis zum Ende fahren, aber ich werde dann die reinschicken, wenn sie mal irgendein Feedback zum Setup geben. Ob es schlecht oder gut ist. Also, ich denke eher schlecht. Ja, Leclerc sagt schon. Okay, Leclerc hole ich schon mal rein. Leclerc hole ich schon mal rein. Bei Gasly noch nicht. Aber bei Leclerc, der kommt jetzt rein. Leclerc werde ich jetzt schon mal gucken, was da ist. Ja. Jetzt mal, ein kompletter Griff ins Kilo. Was soll ich denn da machen? Keine Ahnung. Machen wir das so jetzt. So. Ist jetzt so ein bisschen zu sehr, ja, komm, ich mach mal so. Ja, eigentlich, schon auch, wir tun auch die Inters sparen, aber im Rennen soll es halt, ja, damit wir auch im Qualifying dann halt frische Inters immer haben, wenn wir da auch fahren müssen damit. Gasly, lass mal fahren, das soll auch erstmal noch ein Feedback geben, was er damit hat. Er hat noch gar kein Feedback gegeben jetzt. Jetzt, oh, Unfall mit mehreren Autos, ja, im Regen, das kennt man ja. Ich dachte schon, sagt Gasly irgendwas mit Setup, aber nein, das ist ein Unfall. Oh, McLaren und Alpine oder was macht der? Ja, der Alpine fliegt dem Ricardo ab, ne? Ja. Dort ist der Kontakt deutlich zu sehen und das hat viel Schaden angerichtet. Gasly, sagst du mal bitte was? Will man dein Feedback? Ja, okay, vielleicht. Ja, wieso tue ich ihn da gleich reinholen? Er ist so dämlich. Natürlich ist. Wo ist denn dieses Stop? Natürlich ist es schlecht. Was soll man denn da oben warten? Bei mir. Ich bin zu schlecht im Setup suchen. Hat, ist er schon drin? Ne, ist er noch nicht, okay. Wo ist er denn? Hä, ich sehe den nicht. Ah, hier, er ist schon drin, okay. Ja, sag mal, schlecht, ne? Großartig war bei Kurvengeschwindigkeit, okay. Okay. Ja, was soll ich denn da jetzt machen? Keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung. Ach, ich mach's mal so, dann so, so, und so. Ach, keine Ahnung, ob das gut ist. Auch da lasse ich die Reifen. Auch wenn die da schon natürlich älter sind. Oh, Leclerc fliegt schon mal raus. Der kann schon mal jetzt fahren. Gasly muss ich noch warten. Nochmal gelb, was war da? Nicht anscheinend, okay. Okay, Gasly, komm. Auch ihn jetzt mal losschicken direkt. Ah, jetzt habe ich den Ausgriff noch mit Alonso da direkt da rausgeschickt. Naja, gut, ist auch egal. Ist ja nur Training. Oh, Regard, auf! Ja. Oh, sagt mal. Das ist doch nicht wahr. Jetzt habe ich die schon wieder Anschluss. Ach, meine Güte, ey. Kann ich die wieder reinschicken auf Soft? Meine Güte. Sind schon beide drin. Der ist ja auch noch. Der ist ja auch noch gut. Ich würde dann auch diesen Satz einfach benutzen noch. Der ist ja noch gut bei beiden. 91%. Hä? Ach, da ist er nicht mal drin. Ich dachte schon jetzt. Ja gut, dann kann Gasly schon mal wieder rausfahren direkt. Mann, so jetzt ist er drin. Oh, auch da dasselbe Spielchen. Hat er schon irgendwas? Nee, hat er nicht. Ja, klar. Auch da die Softs, die ja auch gut sind noch.
Ah ja, jetzt muss man auch richtig rumspielen. Okay, losschicken auch jetzt. Jetzt habe ich es angehalten aussehen. Aber jetzt ist die Strecke immerhin nicht so voll. Was sind jetzt schon wieder? Hä? Wieso hält das immer von alleine an manchmal? War doch jetzt nicht mal irgendeine spannende Szene. Okay, kommt, meine beiden. Wisst ihr was? Ich schicke mal Gasly jetzt auf Angreifen. Das soll mal alles rausholen, genauso wie Schal. Gasly so vorne natürlich. Perfekt. Ja, vielleicht bei Leclerc. Ja, ich bin zu blöd dafür, wirklich. Ich sollte am besten die Trainingskampagne machen, mein Team machen, dann wird es sogar besser. Aber trotz des schlechten Setups werden die eh wieder weit vorne sein, ich weiß es doch. Das Setup ist eh der größte Bullshit. Mal ist es doch dafür da, dass man. Wieso verlassen den Leclerc fahren? Ja, komm, Leclerc soll einfach die Reifen killen. Ich krieg das eh nicht mehr hin, irgendwie was zu machen. Die sollen beide einfach die Reifen killen bis zum Ende. Oder zumindest bis das Benzin fast alle ist. Dann tue ich die reinschicken. Ah, kill die Reifen schön, ja, so soll sein. Auch bei der Claire Gasly natürlich schlecht, ja, ist mir so egal. Ah, no, ist die Kurve zu weit. Okay. Dann würde ich sagen, mal reinschicken jetzt. Beide. Und dann ist einfach abwarten. Ja, ich hab doch gerade Stopp angekündigt. Ja. Okay, da kommt er. Und jetzt können wir einfach die Zeit vorspulen. Ich guck mal kurz, wie das Setup trotzdem ist. Ja, 45, ja, ist aber, ja, okay. Ne, 4 und. Ach Mann, ich mach's wieder ein bisschen zurück. Ich hasse das. Was sollen wir denn machen? Soll ich das Uhr noch ein bisschen hier weiter nach? Keine Ahnung, soll ich das Uhr noch mal zoom machen jetzt? Hab doch absolut keine Ahnung, wie das gehen soll. So, mach's mal zu. Keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Ja, so, dann hat Friffen, zack. Tut den eh nicht mehr rausfliegen natürlich jetzt. Und bei Idee mit 10%! Ihr wollt mich doch verkackeiern! So, macht es ähnlich wie bei Gasly. Ach, keine Ahnung, da war bei Gasly sogar nicht mal so schlecht jetzt. Ja, so, es wird eh nicht mehr konfiguriert. Warum habe ich es überhaupt gemacht? Oh, keine Ahnung. Ja, ich habe schon kapiert, dass die Session Ende ist. So, okay, das war's. Ja, immerhin sind sie beide vorne, aber fast Peres nur mit Mediums. Einige mit anderen Reifen. Aber ist mir dann auch egal. Okay, jetzt wird aber trotzdem interessant mit dem Regen. Sehe ich die mal schon schnell raus. Als Erster. Weil es soll ja regnen. Aber das ist auch gar nicht immer so gut als Erster, ne? Dann hat man Verkehr. Vielleicht fahren die ja schon alle schnell raus, weil es ja regnen soll. Je nachdem, wann es regnen soll. Aber bitte habt ihr keinen Verkehr. Oh nein. Nein, nein, die werden Verkehr haben. Den Russell. Den Russell werden die haben, oder? Ich glaube ja. Außer der macht gut Platz. Come on. Komm, mach Platz. Ja, Gasly macht da Platz. Gasly macht da Platz. Okay, der hat Glück gehabt, was das angeht. Bei Leclerc hat der Glück. Oh, bitte hat Glück, Leclerc. Oh, da ist Russell. Bitte mach Platz, mach Platz, mach Platz. Ja, das war eng, aber war. Oh, das wollte ich gar nicht. Hat Platz gemacht, okay. Das sollte jetzt eigentlich beide ganz gut dabei sein. Oh, Gasly war sogar schnellster im Mittelsektor. Aber Leclerc wurde nicht aufgehalten, also der kam ja vorbei, easy. Und Leclerc sogar wirklich dahinter um 12.000. Was geht denn hier ab jetzt mit Gasly auf einmal? Der war auch im letzten Sektor lila, schneller als Leclerc. Wow, Pierre. Also im Qualifying kenne ich das nicht von dir. Also da bist du immer ein bisschen langsamer als Leclerc. Im Rennen bist du dann eher gleich schnell ungefähr, wenn nicht sogar manchmal doch schneller. Habe ich manchmal den Eindruck zumindest.
Aber jetzt 12, ja gut, 12.000, na, das ist ja halt gar nicht, aber Tsunoda ist verdammt nah dran. Ist der Alphataro wirklich so gut oder war die Runden doch gar nicht so gut, wie ich denke? Ich weiß nicht, würde mal gleich sehen, wenn die beiden Red bekommen, ne? Aber Sainz ist so hinter Tsunoda und der ist zumal immer der Starke, also dann war es einfach wirklich eine mega Runde von Tsunoda. Vor allem Russell, was hat der denn gemacht? Aber es sind ja alle bisher hinter uns, die bisher gefahren sind, von, ja. Aber, ah, okay, die Red Bull, aber okay, Verstappen, aber der will es wissen. Der will es wissen, aber ich denke, es sollte reifen für uns. Ja, auf jeden Fall. Aber Verstappen schon wieder, ne? Ah, der will es an diesem Wochenende wieder mal wissen. Ob das auch an wieder zu alten Komponenten bei unserem Auto liegt oder an unseren Autos liegt, keine Ahnung, aber wäre zu denken natürlich. Wäre möglich, dass es daran liegt. Okay. Jemand geriet ins Schleudern. Ja, Magnussen, okay, der ist mal auf jeden Fall weg vom Fleck. Hamilton, oh, Hamilton noch ganz stark jetzt. Aber es reicht auf jeden Fall. Klar, nur auf den Plätzen 5 und 6 am Ende, aber ist mir so egal. Es geht ja nur ums Weiterkommen und da, das haben wir geschafft. Oh, seien sie doch mal. Der war auch ganz stark dann noch. Und das hat noch nicht geregnet. Also, bei Leclerc habe ich es gut gemacht. Oh, da habe ich doch mal ein bisschen gerettet. Vor allem bei Leclerc, da würde ich so bei ihm lassen, weil das ist immerhin, naja, wenn man sieht, was vorhin war bei 10%. Bei Gasly kann man vielleicht... Ich weiß nicht, was, in welche Richtung kann ich denn machen? In die lieber? Lass mal in diese vollkommen verrückt machen. Vielleicht ist ja das der Jackpot am Ende. Vielleicht muss man das in diese Richtung drehen, damit das ein sehr gutes Setup ist. Keine Ahnung. Okay, Leclerc fick ich diesmal als ersten los, weil Gasly vorhin war. Und dann Gasly direkt dahinter. Okay, okay. Okay, unsere sind die ersten beiden. Müssen wir auch sein, wegen. Weil fahren die aber schon alle schnell raus. Ja, und sie werden. Oh, freie Fahrt haben auf jeden Fall mal. Gehen wir mal zu Gasly. Nee, zu Leclerc. Der minimal, wirklich wieder nur minimal langsamer ist im ersten Sektor. Aber ich glaube, jetzt hat Verstappen nochmal die Zeit gestoppt, würde ich sagen. Oder irgendwer auf jeden Fall. Ja, der ist wieder beängstigend langsam. Hm, mal wieder nicht die schnellsten. Was ja sehr ungewöhnlich für uns ist mittlerweile. Ja, auch, ja. Ja, und Leclerc bleibt bei Lila. Also hat derjenige, der, okay. Ja, wie, ja, so ist es wieder so, wie ich es im Qualifying von Gasly kenne. So ein bisschen minimal dahinter. Oder etwas dahinter. Aber trotzdem sind sie natürlich noch besser. Aber Hamilton, der ist ja heute saustark. Und ja, Verstappen, da zeigt mal wieder, was er auch heute drauf hat. Was ein bisschen beängstigend ist für dieses ganze Wochenende wieder, wenn der das auch im Rennen so aufrechterhalten kann. Aber wenn auch der, wenn auch der Regen kommt, so. Aber es regnet, oder? Regnet's? Weil die sind jetzt gerade so langsam gewesen. Nee, es regnet noch. Nee. Weil es so aussieht nur jetzt. Sainz hat noch keine Zeit. Ah, da ist er, der Carlos. Ja. Aber es regnet doch nicht, ne? Das ist ein bisschen komisch. Oder soll es erst in Q3 regnen? Das kann natürlich auch sein. Ich hoffe, es reicht. Ich meine, das ist schon ein guter Puffer, aber man weiß halt nie. Aber wieder schnell jetzt. Ah, ne, reicht. Das reicht easy. Sehr gut, also gut, 3 haben wir schon geschafft. Und das vor Regen. Also gibt es auch keine großen Sensationen wie in Aston Martin in Q3. Aber Tsunoda in Q3, das ist auch noch nie bisher passiert, oder? Vor allem, der Tsunoda scheint heute stark aufgelegt zu sein. Der hat Sainz, den übermächtigen Sainz geschlagen bisher. Oder nicht im Griff, aber ich habe ein bisschen vor ihm bisher. Und vor allem jetzt hier. Okay. Nee. Das war die schlechteste Idee, die ich hatte. Dann machen wir das lieber mal so. Ich weiß deswegen, warum Gasly so langsamer war jetzt. Ja, deshalb war ich eine schlechte Idee, das so weit nach links zu drehen. Wahrscheinlich ist es dann wieder in Richtung rechts einfach. Der Klärfig ist direkt los. Und Gasly auch direkt dahinter. Radio check, okay. Immer ein bisschen blöd. Aber soll der Regen so ab noch heute?
Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung, okay. Leclerc ist der Erste, ne? Aber ich wie das Erste wäre eigentlich Gasly jetzt gewesen. Wenn man das so will, weil Leclerc beim letzten vorhin war. Nein, jetzt habe ich falsch gemacht. War wieder nur minimal. Ist wirklich ganz eng im ersten Sektor zwischen den beiden. Oder habe ich es noch schlimmer beim Setup bei Gasly gemacht? Keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung davon. Wenn es wenigstens auf die 8. Oh, nein, es kommt auf. Okay, Verkehr klappt aber noch. Gasly, oh nein, der wird da. Oh, der hat Pech, der Gasly. Oh Mann, die tun aber auch so dumm sich anstellen. Ey, wieso fahren die denn immer so spät raus? Ich verstehe es nicht. Man will doch gerade in Q3 immer schnell da weg sein. Ja klar, ist er deutlich langsamer als Leclerc. Oh Mann. Und wenn es noch regnen soll, dann hat Gasly jetzt die A-Karte natürlich. Aber Russell ist schon mal dahinter zumindest. Aber Hamilton halt, ja. Da sind immerhin einige doch noch dahinter, ne? Ja, Gasly wird 6. sein, wenn Perez fährt. Aber noch regnet es nicht. Dann würde ich sagen, fahr, lass ich von der 6. wäre er. Also das wäre, wenn es regnen würde, gar nicht so grauenhaft am Ende. Jetzt müssen wir die Reifen auswählen. Das sind ja noch... Was? Keine frischen mehr? Ja gut, aber die hier sind beide noch ein bisschen 1% frischer. Bei Gasly zumindest. Und bei Leclerc... Der hat sogar hier noch ein bisschen mehr Prozent. Da ist eigentlich egal, welchen Reifen, auf dem man Oden hier. Okay, jetzt aber schnell. Okay, jetzt fahren die alle raus. Wir werden warten. Jetzt kommt... Legt Gasly mal erst wieder. Jetzt fährt noch der raus, der Mercedes. Und dann fährt auch einer von uns raus. Der Gasly diesmal wirklich als erstes und dann der Leclerc jetzt. Okay. Sind unsere beiden wie die letzten. Sollten die beste Strecke haben. Hat er gut gereift. Hab das gut gemacht mit dem Man-Timing. Okay, wir haben zwar auch nur eine gebraucht jetzt. Das tut natürlich weh, aber ja, komm. Es kann trotzdem eine Verbesserung geben. Bei Gasly geht auf jeden Fall eine, vor allem im Mittelsektor. Am ersten geht sogar auch eine Verbesserung. Alter, Leclerc war ja richtig schlecht im ersten Sektor. Da war Gasly sogar schnellster. Also nicht schnellster, aber schneller als Leclerc jetzt. Im Mittelsektor wird Gasly sowieso schneller, weil er da aufgehalten wurde. Ah nee, das war gar nicht im Mittelsektor. Das war im letzten Sektor, wo er auf... Oder was? Oder wo war das? Irgendwo war er aufgehalten auf jeden Fall. In beiden Sektoren aber schnellster. Da ist auch, oh, das Gasly wird auf jeden Fall eine gute Runde erwischen. Also dafür, dass er halt auch aufgehalten wurde. Leclerc bin ich mir nicht sicher. Gasly kommt auf 4, naja, okay. Leclerc kommt nicht ran an beide Wettbus, auch nicht an Perez, der aber ohne mal nach angekommen ist an Verstappen. Schade, ab Plätze 3 und 4 sind doch gar nicht so schlecht. Wir haben ja ohne sehr Luxusvorsprung, also daher ist das ja gar nicht so schlimm. Aber wo verlieren die? Im ersten Sektor verlieren die so viel Zeit. Alter! Ach Quatsch, das ist nicht Sektor, sondern Q1, Q2 und Q3, ja, okay. Da war ich jetzt gerade richtig lost, nee. Okay, okay. Wir sind zurück für einen weiteren Tag voller spannender F1-Action. Am Renntag. Wir haben ein solides Qualifying von Ferrari gesehen und das Team wird dieses gute Ergebnis im Rennen sicherlich weiter verbessern wollen. Die tolle Leistung von Red Bull im Qualifying war eine echte Augenweide. Die Fahrer werden sich jetzt gut auf das Rennen vorbereiten und versuchen, daraus Kapital zu schlagen. Ein sonniger Tag. Es sind nur wenige Wolken am Himmel. Wenn alles so bleibt, sollten die Teams keine Schwierigkeiten mit dem Wetter bekommen. Das wird sicher ein Spektakel. Und wir haben Plätze in der ersten Reihe für das heutige Rennen hier in Silverstone. Oh ja. Und jetzt, die Wahl lassen wir noch auf Lautstärke. Aber es war gar kein Rennen. Oh ja, bei Gasly habe ich es sogar noch gut gemacht. Wow. Und da würde ich wohl sagen, kennt das Setup jetzt. Da lasse ich so besser gesagt. Aber wow, da habe ich es nochmal ganz schön gut gerettet bei Pierre. Es ist fast so ähnlich wie das von Leclerc. Die Strategie wird mit... mit Hart kann man... Wow. Das wäre eine Idee, mit einem vielleicht doch mit Hart mal loszufahren. Ja, das wäre schon eine Idee. Ich würde sagen, dann machen wir doch... Oder machen wir beide. Ach komm, wir machen beide. Wir werden mit beiden... Okay, nee. Das so... Ja gut, wir können es ja immer noch umändern. Das macht mal gar keinen Sinn, Medium, Hard, Medium.
Also das macht ist ja komplett lost. Aber wenn man Medium hat, kann man nur Hard Soft, Medium oder gar Soft. Mal sehen. Würde es uns so lassen, also wir machen nicht diese zwei Stop, ne? Aber ich will jetzt auch nicht einen neuen hinzufügen. Oder wollen wir die Strategien splitten? Das wäre halt. Ja. Ja, doch, wir splitten die. Ich würde Gasly mal auf Hard und Leclerc auf Mediums. Weil ich weiß nicht, ob das gut ist. Ganz ehrlich. Ich weiß echt nicht, ob das gut ist. Und daher. Wie sieht das Setup überhaupt bei ihm aus? Sieht man da irgendwas? Nö. Sieht nicht so aus. Okay, gut, ist auch egal. Dann zum Rennstart. Für das Rennen ist nun gutes Wetter angesagt. Das hören die Teams sicherlich sehr gerne. Und da ist Charles Leclerc. Der dritte Startplatz ist eine gute Position in diesem Rennen. Okay. Der nächste Vertreter des Teams, Pierre Gasly. In der ersten Hälfte des Feldes ist doch so einiges möglich. Alle haben auf diesen Moment hingearbeitet. Die Vorfreude ist groß und die Fahrer sind bereit für den großen Preis von Großbritannien. Das Startsignal erlischt und los geht's! Ja, Gasly wird vielleicht ein bisschen was verlieren, weil er ja die härteren Reifen hat. Ja, obwohl, ja, er verliert gegen den Mercedes. Oder verliert er das? Gehen wir zu Gasly. Nee, er verliert. Ah, doch, er verliert gegen den Mercedes. Oh, Hamilton greift auch Leclerc an. Oh, und Gasly wieder vorbei an Hamilton. Und Leclerc greift Verstappen an. Verstappen, ganz schlechter Start. Oh, jetzt kommt Hamilton doch wieder vorbei an Gasly. Ah. Ja, ich tu mal bei. Wo ist denn Gasly? Hier. Da hat er harte Reifen. Die können wir oben ein bisschen angreifen lassen. Das wollte ich gerne. Er ist ja weit weg jetzt. Boah, Alter, wieso verbremsen die dann immer so stark ab? Na, selbst bei Leclerc auch mal ganz kurz. Ja, kann man, denke ich, schon mal ganz kurz machen. Aber nicht so lange. Ich will das nicht nochmal so haben, wie ihr wisst schon wie. Boah, aber Leclerc. Verstappen scheint irgendwie bis jetzt ein bisschen Probleme zu haben, oder? Also Leclerc ist näher dran an Verstappen als eher an Perez. Ich will hauptsächlich, dass man das Gasly wieder rankommt. Dann tue ich ihn schon ein bisschen runterstellen wieder alles. Er ist schon wieder dran jetzt. Er muss ein bisschen angreifen jetzt mal, damit er wieder. Muss nicht unbedingt vorbei in Hamilton, aber Hauptsache dranbleiben. Das wäre mir ganz lieb und wichtig. Aber wir sollten das nicht so lange machen mit diesen Reifen, weil, naja. Also, der Perez, der fährt ja. Der hat ja einen Megapace aktuell. Also klar, wir haben die gleiche mit Tür und Einstellung, aber ey, der Perez, ne, der ist fast aus dem DS-Fenster schon. Was hat der für eine Megapace jetzt am Anfang des Rennens? Ist ja unglaublich. Komm, komm Schall. Fahr vorbei, wenn du kannst. Na, noch kannst du nicht, aber jetzt doch gleich, oder? Ah ne, bleib noch dahinter. Okay, bei Leclerc, Gasly werde ich schon mal ausgewogen machen. Oh, jetzt! Jetzt kommt, da, nee, kommt nicht, okay. Auch da werde ich jetzt wieder auf neutral. Und auch da werde ich erstmal, okay, bei Gasly muss ich, habe es ausgewogen wieder gemacht. Oh, jetzt kommt der Angriff von Leclerc. Ja, komm, 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 Alter. Auch Gasly ist. Oh, Gasly drückt die nächste Runde durch das Druck machen. Würde aber sagen, werde ich es bei Gasly erstmal wieder Standard machen. Weil da müssen wir schon die Reifen halten, möglichst lang. Oh, jetzt kommt er sogar vorbei. An Hamilton. Oh ja. Oh ja, oh ja. Ey, Verstappen, was ist denn der bisher? Der ist sogar aus dem DS-Sitz von Leclerc? Was hat denn der auf einmal? Okay, bei Leclerc werde ich es so langsam mal ausgewogen machen. Der ist so dran, ist an Perez. Und auch da auf Standard. Weil wir müssen halt auf die Reifen achten und aufs Benzin natürlich. Also ohne 50, die haben genauso viel Benzin drin. Und Leclerc hat deutlich weniger, also das macht gar keinen Sinn eigentlich, aber gut, ist auch egal. Jetzt könnte vielleicht die Zufall mal hier auf überholen. Ich komme da vorbei. Verstappen, oh ja, er kommt nach an auf jeden Fall. Noch nicht vorbei, aber. Leclerc nebenbei ist dran an Perez. Aber wir können ja gar nicht über beide gucken. Die schnellste Runde sogar von Charles. Und Gasly kann gut mithalten mit harten Reifen. Ich habe jetzt nicht mehr auf höhere Einstellungen. Habe auf ausgewogen und auf Standard. Also das ist nicht mal das höchste jetzt. Und er kann noch mithalten. Also gut ist, er muss dranbleiben, wenn er dann auch weitere Reifen hat. Möglichst. Dann muss er natürlich auch gut dabei sein. Oh ja, jetzt kommt Angriff, oder was? Verstappen! Gasly überholt Verstappen mit härteren Reifen. Was geht denn jetzt ab? Alter!
Während Leclerc weiterhin Druck macht auf... Alter, was ist das? Das gucken wir uns an. Ey, was war denn das für ein Move? Mit harten Reifen? Mit harten? Überholt er den Verstappen mit weicheren? Was ist denn das? Im Qualifier war die Pace ja gegen Red Bull gar nichts gut. Also, gegen Red Bull. Und nochmal, es waren jetzt nicht die höchsten Einstellungen. Die haben schon wieder runtergestellt mittlerweile. Aber es ist gut, dass Gasly so gut mithalten kann. Das verfasst ihn auch immer Möglichkeiten, mit weicheren Reifen dann noch besser zu sein natürlich. Und dann auch gar nicht so eine große Lücke zufahren zu müssen. Während Leclerc jetzt vorbeifährt an Verstappen, an Perez, richtig stark. Während Verstappen immer noch hinter Pierre ist. Hamilton hängt auch noch dran, aber 4 Sekunden schon zu Alonso. Und Gasly sogar mit der schnellsten Runde mit harten Reifen. Ey, Pierre, was ist denn mit dir jetzt? Alter, ich sag dir, er ist im Rennen immer stärker als im Qualifying, ich sag's doch. Echt unglaublich. Ja, und das verstehe ich immer noch nicht. Leclerc hat immer plus 2 Runden. Jetzt kommt Perez mit dem nächsten Angriff gegen Leclerc. Seite an Seite. Oh, das. Ja, Gasly ist der lachende Dritte gleich, ich sag's euch. Der lauert da hinten, ja, ja. Und Batterie. Also bei. Okay. Und, als ob Gasly attackiert seinen Teamkollegen. Alter! Ist der harte Reifen wirft der schnellste einfach? Das ist einfach der harte, genau der richtige ist. Deswegen war ich mir nicht sicher, ob der gut jetzt wäre. Und da habe ich die Strategie gesplittet. Habe ich der Gasly sogar die bessere Strategie gegeben? Ich weiß es nicht. Wenn der jetzt schon so gut mithalten kann. Alter, jetzt können. Alter, beide vorbei in Perez. Doppelführung! Doppelführung! Oder? Ja, Perez kontert nochmal. Nein, als ob. Ey, Gasly, der fährt mit harten Reifen nochmal. Ist der wohl schneller als mit die anderen mit Mediums oder was? Alter. Ey, das gucken wir uns mal an. Das war ein Doppelmanöver. Von beiden. Also beide Ferraris vorbei an Perez. Auch Gasly hat es gleich mit ausgenutzt. Und mit härteren Reifen. Mit härteren. Nicht mit weicheren. Mit härteren. Nochmal. Ich habe die Einstellung runtergekickelt bei Gasly. Auch bei Leclerc, also bei beiden. Ey, ist ja unglaublich. Einfach unglaublich. Können sie sogar absetzen oder? Na, ich glaube es eher nicht. Ich glaube, ja. Das ist nur so ein bisschen DRS-Train auch. Aber trotzdem, Gasly kämpft einfach mit. Ey, Gasly, der kommt jetzt an Leclerc. Was ist denn mit dem? Was ist denn mit dem mit harten Reifen? Überholt er jemand fast alle? Oder ist im Angriffsmodus zumindest. Und ich habe hier alles Standard. Bei Leclerc natürlich auch, aber weiß nochmal. Dass er so Druck machen kann mit härteren Reifen. Ja, jetzt kommt Perez aber angegriffen. Ja. Okay, ja, jetzt könnte Leclerc ein Opfer werden. Ja, nee, wird er nicht. Und Gasly auch nicht. Weil das ist ja auch, ich komm verdammt, Alter, was ist denn das schon wieder für ein Viererkampf? Ferrari gegen Red Bull. Unfassbar. Also, wenn es so ins Ziel wieder geht, dann habe ich damit gar nichts dagegen natürlich. Alonso fährt Mediums und da ist über 5 Sekunden weg, während Gasly hier mit härteren Reifen immer noch um den Sieg kämpft. Ich habe schon gedacht, der wird schon ein bisschen jetzt einbuden. Ey, Gasly! Ah, jetzt kommt dadurch Perch Verstappen vielleicht vorbei, ja. Das ist aber egal, wenn der dran bleibt, der Gasly, hat er dann am Ende die Chancen. Also, wenn ich das so sehe, wie der harte Reifen funktioniert, da hätte ich eigentlich Leclerc auf harten losfahren lassen können. Ich war mir halt nicht sicher, was besser ist. Und Gasly fährt beiden vorbei noch. Ah, Verstappen kommt er nicht. Und, Alter, was ist denn hier für... Zu dritt nebeneinander. Alter. Was geht denn? Man hat hier gar keine Ruhe. Ich kann hier gar nicht vormachen so schnell. Weil hier alles abgeht. Perez hat jetzt ein bisschen was eingebüßt. Weil irgendwie war es ganz komisch, gerade wie die vom Gas gegangen sind auch. Aber was ist denn das? Ah, Gasly, ja. Oh, okay. Ich bin bei Gasly, ja, jetzt wird da Leclerc. Oh, da sind die so eine Zeit zusammen, neben Sam. Oh, Alter, ich kann gar nicht mehr reden so schnell. Ja, verdammt, jetzt, Perez ist wieder im DS-Fenster, Alter. Ich kann hier eigentlich nicht das machen. Weil es passiert zu viel an der Spitze. Das ist einfach unglaublich und mich freut so für Gasly, dass er so gut mithalten kann. Das ist unglaublich. Obwohl, ich glaube sogar, der harte Reifen, der ist gar nicht mal so viel weniger abgenutzt am Ende als der Medium. Kann das sein? Vielleicht schon. Alter,
Gasly kommt in der Runde, obwohl die Kanada immer noch gehabt haben bis jetzt. Wir sind in Runde 9, ne? Die Stops der Mediums. Oh, gelb in Sektor 3. Alter, zu dritt. Da geht's ab. Perez gegen Verstappen gegen Leclerc. Wir haben die Räder blockiert. Albon blockieren die Räder. Ja gut, gucken wir uns näher an. Das ist viel spannender hier gerade. Und jetzt ist Verstappen durch an Leclerc und Gasly wieder dran. Ey, Alter. Dass das so gut mithalten. Ey, so, jetzt könnte Leclerc ein Problem haben. Jetzt muss ich mal achten. Au, verteidigen. Ah, und jetzt könnte. Oh, ist Verstappen. Gasly neben Verstappen. Perez. Ich verwechsel die jetzt immer. Okay, ist wieder auf Energiezurückgewinnung. Oh, jetzt kommt Hamilton. Oh nein, nein, nein. Der ist nicht noch. Okay. Ist unglaublich einfach. Aber ich ein bisschen Kammerding jetzt von Fuhrmann, oder? Ich gucke immer auf den Zeit, auf die Zeiten, wie die aussehen. Ja. Oh, jetzt Perez auf einmal vorbei am Verstappen. Perez vorbei. Leclerc und Gasly wohl Leclerc. Okay. Ja, man muss halt ein bisschen Fuhrmann machen, da kann man nicht alles mitgucken. Auch wenn das spannend zu sehen gewesen wird, wie sein Teamkollege, also wie Gasly sein Teamkollege geholt hat. Oha, oha. Wo ist es Gasly? Mal ein bisschen weiter weg, aber. Ja, aber das ist nur so, ja, er bleibt halt dran trotzdem. Ich meine, der hat am Ende die besseren Reifen. Das steht fest. Das kann man schon sagen, aber man muss sagen, Alter. Das hat bei Gasly, ja, ich kann den aber jetzt auch nicht so hoch, ne? Boah, Alter. Die Reifen sehen aber auch bei Leclerc, sage ich mal ganz ehrlich, der kann schon mal ein bisschen mehr rausholen jetzt. Auch noch. Okay. Das Leclerc soll den Gasly mal ein bisschen führen jetzt auch. Oh, aber kann doch gar nicht so berüchtigt. Weil Leclerc einfach dran bleibt auch. Oder weil Gasly immer dran bleibt. Also ich setze die Wettbusse doch mal ein bisschen ab. Können die ja mein Ding nur machen. Das ist egal, aber Leclerc, ne? Die bekämpfen sich aber auch, daher können die es ohne so weit wegfahren auch. Oh, jetzt fahren die sogar von in die Box. Also der erste zumindest. Oh, ganz früh. Gehen die auf eine. Die gehen auf hart. Aber sehr früh. Unsere Reifen sehen ja erstmal so aus. Und bei Gasly natürlich noch besser, weil der harte hat. Also wenn man das mal überlegt. Na, ganz kurz, also Wahnsinn. Jetzt wird der Perez bestimmt auch kommen. Oder. Ne, Perez hat weiter. Okay, bei Red Bull macht man was ganz komisches anscheinend. Oh, die haben ja sogar Verkehr gegen die jetzt hier. Oh, jetzt schon bei Boxenstopp. Oh nee, das könnt ihr vergessen. Also weil ich ja die zwei Stopp. Ja, nee, die machen es aber natürlich nicht. Bei Leclerc warte ich auch noch. Eigentlich ist es cleverer, den Leclerc mal ziehen zu lassen. Und wisst ihr was? Ich werde jetzt auch mal hier bei Gasly nicht gegen Teamkollege fighten, weil der eh schlechter Reifen hat. Das hätte ich jetzt von die ganze. Aber wo kann man das immer machen? Hier. Nee, nicht, nee, 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 nicht. Nicht so. Ja, noch ignorieren, nee. Was geht denn der Gasly Verstappen? Perez geht auf hart, aber da ist viel später als Leclerc. Viel später ist Verstappen reingekommen. Was geht denn da ab? Nee. Haben da die Räder blockiert? Perez ist sogar vorbei an Verstappen dadurch. Hamilton blockiert die Räder, gut, das ist wichtig für Gasly auch und für Leclerc. Okay. Dann gehe ich jetzt mal für Leclerc rein. Auf die harten Reifen natürlich. Das wird dann ruhig reinkommen jetzt gerne. Der hat auch von 2 Sekunden Vorsprung auf Gasly hatte, aber das ist auch egal in diesem Fall. Aber hat jetzt auch viel bessere Reifen als Verstappen. Also was Verstappen macht? So lange soll der harte Reifen haben, okay. Gasly hat das Glück da nur. Der hat weißere. Aber ob die weißeren so viel besser sind, dann weiß ich gar nicht mal. Schnellste. Alles klar, in der Box, okay. Keine Ahnung, ob das vielleicht noch nachgetragen wurde, keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir bei Gasly noch ein bisschen fahren, natürlich. Der wird jetzt halt um viel verlieren, aber ja, der kann jetzt auch mal ein bisschen angreifen noch. Komm, greif an. Und mach auch Druck. Komm, hau noch alles raus aus den Reifen jetzt. Hau einfach alles raus aus diesen Reifen. Vettel beginnt die Räder, ja, ganz viel. Gasly sogar schnellste Runde, jetzt Verstappen, okay. Ja, aber jetzt kann fast. Oh, jetzt wird Gasly sogar schnellster. Also jetzt wird er sogar. Kann den Abstand sogar noch ein bisschen ausbauen mit. Bei Leclerc. Bei Leclerc. Da muss ich schnell auf Standard. Die Reifen sollen ja auch halten. Alter, die sollen ja richtig halten. Ausgewogen auch wieder.
Okay, jetzt tue ich mal den guten Gasly reinholen. Aber es sind jetzt nur noch nicht mal mehr 20 Runden. Vielleicht auf Soft, aber wir haben keine Frische mehr. Ne, dann Mediums. Dann die Mediums. Und dann kommt er hoffentlich jetzt von rein. Ah, nee, das ist Leclerc. Ah, nee, der ist noch, der ist erst hier, der gute Pierre. Dann gucken wir auch gleich mal hier uns den an jetzt. Hat sich auch vorhin sogar ganz gut gehalten damit. Okay, haben wir ein bisschen verpennt. Dann habe ich selbst verpennt. Er wird nicht allzu weit dahinter sein. Er wird sogar vielleicht vor Leclerc kommen. Ah, nee, nicht ganz. Weil Leclerc wird vielleicht sagen, ganz kurz und knapp, wenn er dann mal dran ist. Auch bei Gasly, aber jetzt nicht, nee. Bei Gasly ist nicht auf Standard. Er kann Druck machen, aber er soll die Reifen natürlich auch, die sollen ja auch halten. Erstmal, er kann am Ende Druck machen. Okay, jetzt wird er aber schneller sein als Leclerc. Ich würde sagen, jetzt können wir uns so das zunutze machen, dass Leclerc dann mitzieht. Aber Gasly müsste jetzt schneller sein mit seinen Mediums. Darum würde ich dann gleich hier nicht mit gegen Teamglück kämpfen machen. Wenn er mal dran ist, wer macht das jetzt noch nicht? Erst wenn er dran ist, ich weiß nicht, ob er dann zu weit vom Gas geht, auch wenn er nicht, noch nicht mal dran ist. Aber er ist schon schneller. Gut, Fabian so auf angreifen, Leclerc nicht. Aber, na komm. Okay, jetzt ist er dran. Ich werde ihn auf der Geraden dann jetzt so jetzt angeben. Die sollen sich nicht bekämpfen jetzt. Na, aber nochmal, Arnie, er macht es nicht sofort. Er macht das nicht sofort. Okay, er tut also nicht gleich von, auch wenn er 5 Sekunden dahinter ist, das machen. Habe ich das bei Leclerc, auf das bei Gasly gerade angegeben? Oder habe ich das, bin ich nicht so lost? Ah! Ja, jetzt hat es gepasst. Ich habe es bei beiden angegeben, oder? Ja, genau, deswegen ist er nicht vorbeigekommen oder gefahren. Okay, jetzt kommt hier. Hau alles raus aus diesen Mediums. Versuch, die Lücke zu schließen. Ich habe ihn noch alles raushauen lassen. Aber mache Druck habe ich gemacht, ja. Das kann man nur machen, das hatte nicht mit den Reifen zu tun. Oh, Getriebefleiß, okay. Oh, schnellste Runde trotzdem, obwohl er ein bisschen aufgehalten wurde. Ja, ich werde ihn gleich mal, ich werde ihn mal ganz kurz ein bisschen fahren lassen, Vollgas. Na, Leclerc kann aber nicht mithalten, na. Dann werde ich den mal jetzt Druck machen lassen, dann doch angreifen und mache Druck. Damit er dran bleibt an Gasly, damit die sich mit gegenseitig helfen jetzt. Und bei Gasly werde ich jetzt auch... Ja, kann ich auch ein bisschen mal hier noch mit angreifen. Das geht schon, denke ich. Oder sollte gehen, zumindest. Naja, aber können die rankommen? Ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher, um ehrlich zu sein. Bei Gasly sieht die ja... Ich weiß nicht, können die rankommen? Oder sind die einfach wirklich das kleine bisschen etwas zu langsam? Gasly hat aber die schnellste Runde. Ja, doch, er kommt dran, Pierre. Aber Leclerc kommt nicht so ganz ran. Klar, da hat du jetzt die harte Reifen. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass die harten zu gut waren am Anfang. Da habe ich mit Leclerc eigentlich sogar leider die schlechteste Strategie gegeben, aber das konnte ich halt nicht wissen. Ich habe gedacht, die Mediums wären eigentlich schon besser. Ich wollte die nur splitten, weil ja, man mal was anderes machen. Also immer die gleiche Strategie ist ja auch ein bisschen langweilig. Dann war Gasly jetzt der Glückliche, der ausgerechnet die bessere Strategie vielleicht hatte. Aber wir sollten ahnen, dass die harten zu gut sind. Normal sind die doch so viel langsamer eigentlich. Gehen wir mal zu Pierre. Ja. Wir müssen Gasly auch mal angreifen lassen. Der fährt sogar lila im ersten Sektor, lila im zweiten Sektor. Das wird ja wohl locker eine schnellste Runde von Pierre werden jetzt. Oder? Gehen wir mal zu Pierre in diesem Moment der Wahrheit, ob es die schnellste Runde wird. Mann, die wurde sie gar nicht. Aber der letzte Sektor so kacke war, oder was? Aber der ist schneller, Pierre. Ja, Leclerc, ich glaube, gegen Leclerc könnte sogar vielleicht was nicht mal mehr wie es gegen die Red Bull gehen. Der ist halt wirklich deutlich langsamer als Gasly jetzt. Das ist wieder lila im ersten Sektor. Alter, da fährt der Runden raus. Ja, aber der ist auch wirklich schnell mit seinen Mediums. Also ich meine, die anderen konnten mit Mediums nicht wegkommen von ihm mit Hard. Und jetzt fährt er mit Mediums deutlich schneller als die mit Hard. Also ist ja echt verrückt. Ich habe schon gedacht, der Medium ist gar nicht so viel schneller jetzt. Wenn man sieht, was Gasly da rausgehauen hat. Aber anscheinend haut ist das Gasly einfach selbst. Zweimal lila schon wieder. Wenn er den letzten Sektor jetzt mal hinbekommt, dann kann er durchaus jetzt wirklich endlich gültig die nächste Runde fahren. Da hat jetzt schon 3 Sekunden na, nur noch Rückstand. Echt crazy. Ah, wieder nicht. Immer ist das letzte Sektor, der schlecht ist. Eigentlich schade. Ah, jetzt passiert eh nicht so viel. Wieder lila. Wieder lila. Er fährt immer zweimal lila. Ich habe immer Angst, dass er sich da wegtreten hat, der Pierre. Aber er ist ja fast dran. An Gasly. An Gasly dran, genau. Er ist gleich dran am Verstappen. Verstappen übrigens hinter Peres, ne? Ey, wieder ist der letzte. Was ist mit dem letzten Sektor? Da fährt immer erster, zweiter Sektor lila. Und im letzten ist nichts. Entweder sind die Reifen davon alle. Und die Reifen, apropos. Oh, die sehen ja noch bärenstark aus.
Alter, da kann man sogar vielleicht bis zum Ende durchpushen. Außer vielleicht beim Benzin müssen wir vielleicht achten noch. Bei Leclerc auf jeden Fall, da werde ich auch wieder ausgewogen machen. Ja, wohl nicht sparen. Ich denke, nee, da kommt eh nicht mehr wirklich ran. Da tun wir lieber sparen erstmal kurz für diesen Moment. Bevor der noch stehen bleibt. Diesmal können wir nicht drauf verlassen, dass da alle, der Erste, die alle überrundet. Aber Gasly ist fast dran. Gasly ist schnell mit den Mediums. Den können wir aber auf jeden Fall noch Druck machen lassen. Oh ja. Die Reifen können wir den schon machen. Aber ja, da soll erstmal wieder ins Plusbereich kommen, was Benzin angeht. Okay, jetzt. Jetzt ist er dran. Jetzt gucken wir uns so lieber an, dieses Duell. Und schauen mal. Komm hier. Ja, aber als ob der Perez hier so dominant aktuell führt. Also für Perez-Verhältnisse ist das dominant. Verstappen war die ganze Zeit eigentlich der deutlich schneller, im Qualifying zumindest. Oh, jetzt komm. Jetzt auf. Ah, jetzt ist ERS ist leer leider. Aber jetzt kommt der auch ohne Probleme an Verstappen vorbei. Yes, let's go, Pia. Ja, aber Leclerc, ja, sorry, Tal. Ich hätte nicht gedacht, dass der Harte so gut ist, wirklich. Nein! Ich dachte schon, Gasly hat einen kleinen Fehler gemacht, er ist abseits von der Linie gewesen, aber es hat ihm zum Glück nicht wirklich Zeit gekostet. Ich hab schon gedacht, ja, Gasly ist zu weit von der Linie, aber es war ein kleiner Fehler. Das war nur ein kleiner Fehler, das hat eigentlich gar keine Zeit gekostet. Hab schon gedacht, er dreht sich jetzt oder crasht oder so, aber das war nur ganz weit von der Linie weg, aber das kann passieren. Ach ja, ja komm, Alter, ey. Das hat ja nicht mal eine Position gekostet, nicht mal Zeit gekostet, würde ich fast sagen. Auf verteidigen würde ich ihn jetzt stellen hier. Na komm, wir halten wir da sogar noch gleich Verstappen vorbei an Perez zu kommen. Oh! Was macht denn jetzt der Verstappen auf einmal für Zeug? Na komm hier, komm hier. Oh! Also das war ein Fehler, oh, jetzt von Verstappen ohne Fehler. Achso, ich dachte schon jetzt. Okay, jetzt bei Leclerc können wir jetzt dann oben wieder machen, Druck mal einfach. Auch wenn er nicht mehr gegen die machen würde. Ja, ich hätte nicht gedacht, also der Red, unser Auto ist eigentlich das schlechteste, oder nicht schlechteste, aber der schlechtere als der Red Bull heute. Muss man ganz klar so sagen und... ja, er kommt dran, Pierre, komm, Pierre. Gib Gas. Damit wenigstens einer ist dann doch noch mit dieser wahrscheinlich sogar wirklich besseren Strategie gewinnt. Damit könnte fast per Gasly sogar die Führung in der WM übernehmen. Auf diese bessere Strategie. Ja, ich hab da gar. Ja, ich hab nicht, wie gesagt, ich hab nicht gedacht, dass der Reifen so gut ist, der harte. Ich wollte einfach, dass einer von unseren beiden Fahrern die besseren Reifen am Ende hat. Aber da habe ich schon gedacht, der Abstand ist so groß, dass das fast gar nicht mehr geht, um zu sein. Aber nee. Okay, jetzt schnell. Aber überholen. Komm hier. Jetzt. Klar, noch geht das nicht. Nee. Noch kriegt das nicht hin. Schade. Aber jetzt. Nee, immer noch nicht. Schade. Ja, DRS ist leer, dann halt Zurückgewinnung kurz. Aber Gasly ist es dran an Pierre. Was habt ihr immer mit meinem Gasly ist dran an Pierre? Gasly ist dran an Perez natürlich. Komm. Es sind jetzt nicht mehr viele Runden. Du musst da jetzt langsam aber sicher vorbei. Ja, jetzt ist ein guter Moment. Ja, und da ist er vorbei. Aber ich glaube, das Ding ist noch nicht gegessen. Der wird bestimmt dranbleiben können, das würde ich mal fast sagen. Oder er hat das Glück mit der Überrundung, die jetzt vielleicht Platz macht an einem guten Moment und Perez aufhält. Ah, oh nein, das wird er bei Gasly Pech haben jetzt. Ja, obwohl, nee, wird er gar nicht. Nee, wird er gar nicht. Hat gar nicht Pech. Hat eher das DS, würde ich fast sagen. Ah, ja, der hat den aufgehalten. Das, wie dumm kann man denn sein, Alter? Wer ist denn das, Ricardo? Ja, wie dumm kann man denn sein, Ricardo? Ach, damit hast du ja Pierre richtig in die Karten gespielt. Und wenn die Pace immer noch so gut ist mit den Reifen, dann kann der sich vielleicht sogar absetzen jetzt. Weil der ist aus dem DS-Fenster, ist der Perez. Und ich habe auch keinen Grund, die Reifen auf weniger machen zu lassen. Und auch, der kann noch weiter Druck machen. Gar keine Frage. Und das könnte schon die Entscheidung sein. Bei Leclerc allerdings, bei Leclerc sieht es immer ein bisschen komisch aus. Da muss wieder erstmal ausgewogen zumindest. Die Reifen sehen ohne mehr so optimal aus, aber ja, wir können das mal ein bisschen vormachen jetzt. Jetzt ist das mal das Spannendste erlebt. Ja, Gasly ist schneller. Der, oh yeah, yeah, der ist richtig schneller. Bitte mach keinen Fehler bloß mehr, Pierre. Oh, und Magnus hat sich gedreht. Ja, wir gucken uns heute keine Wiederholung an. Oh, jetzt hat Gasly aber Verkehr. Das ist auch nicht so gut. Der könnte noch problematisch werden. Der wird auch problematisch. Aber der hat 3 Sekunden Vorsprung. Während Verstappen nebenbei sich Perez geholt hat mittlerweile. Oh. Der klärt deutlich dahinter, ja, wir haben wirklich das langsamere Auto, das Gute war, dass Gasly so gut mithalten konnte und jetzt mit den weicheren Reifen gut Druck machen konnte. Und wie gesagt, ich habe nicht gedacht, dass der harte so gut ist.
Okay. Jetzt können wir auch das Benzin trotzdem auf ausgewogen wieder machen erstmal. Und auch die Reifen kommen. Komm, Pierre. Spar alles. Du kannst es nach Hause rollen. Du kannst alles nach Hause rollen. Leclerc auch. Da droht keine Gefahr mehr, da kommt eh nicht mehr nach vorne. Komm, spart einfach beide. Spart, Jungs. Spart eure Kräfte, damit ihr das Tor nach Hause bringt. Mit Plätze 1 und 4 und Gasly hilft mir das nächste Runde auch noch. Ihr müsst nichts mehr riskieren. Vor allem Pierre jetzt in der letzten Runde nicht mehr. Du kannst die Runde genießen. Der zweite Sieg in Folge mit einer guten Strategie. Bei Leclerc war sie auch gut, aber sie war halt nicht gut genug. Ich habe echt nicht gedacht, dass der Harte so gut ist. Können wir vielleicht beim nächsten Mal machen, vielleicht. Aber ob das dann so gut ist, ich war so streckenspezifisch, dass das so gut lief. Weiß ich nicht. Kann sein. Kann sein. Du schaust. Aber es ist auch egal. Er verliert es viel gegen der Gasly, aber ist so egal. Der kann nicht mehr rankommen, der Perez. Wir gehen mal in diese Sicht und genießen es. Diese letzte Runde. Die erste ist nochmal gut meistern, ohne Fehler, bitte. Die Hänge gerade. Oh ne, fahr nicht noch den Gasly rein, du Alfa Romeo. Und jetzt die letzten beiden Kurven. Und das ist es. Pierre gewinnt das Rennen und übernimmt glaube ich auch die Führung in der WM. Leclerc gehen wir auch noch schnell dahin. Der jetzt auch die letzten Meter fährt. Und das gucken wir uns an. Ja, echt eine gute Strategie für Pierre. Weil. Ja, also bei Leclerc können wir uns beim nächsten Mal merken, dass das wahrscheinlich die bessere war. Oder zumindest hier auf dieser Strecke. Können wir uns merken für nächste Saison. Diese Strecke und harte Reifen scheinen gut zu funktionieren. Okay, jetzt machen wir schnell vor auch. Um schnell die Siegerehrung zu sehen. Check it flag. Tja, Pierre Gasly trifft dieses Wochenende nach den Sternen. Noch nie hat ein Team das Podium so sehr verdient. Alle müssen begeistert sein. Der Franzose war heute in tadelloser Form und hat dieses Podium-Finish absolut verdient. Es war ein enges Rennen zwischen den drei Fahrern, die alle wichtigen Punkte für das Team sichern konnten. Ferrari hatte ein sehr gutes Rennen. Das beweist, dass man mit ihnen rechnen muss. Ganz meine Meinung. Es zeigt einfach, was dieses Team leisten kann, sobald es darauf ankommt. Nach einem intensiven Wochenende steht das Team ganz oben in der Konstrukteursmeisterschaft. Beim nächsten Mal rasen die Teams mit Vollgas durch die Wälder der schönen Steiermark. Der große Preis von Österreich steht unmittelbar bevor. Puh. Echt krass, also wie... Aber Gasly war auch echt stark. Also ich meine, der war mit Hart, kann man sagen, schneller als die, oder war zumindest genauso schnell, und auf Medium war das sogar deutlich schneller dann, obwohl die es härter hatten, und man hat ja bei Gasly, also unfassbar. Ja, Leclerc am Ende doch schade, hätte ich doch ohne die Harten genommen, ah, ich konnte aber ohne wissen, dass die Harten so gut waren, ich wollte einfach mal die Strategien splitten, habe mich dann einfach spontan für Gasly entschieden, und ja, das hat sich dann doch herausgestellt, dass das gar nicht mal so eine schlechte Strategie war. Die nächste Runde hat er auch deutlich, Alter, der war über eine Sekunde schneller als Leclerc, der aber echt, muss man sagen, langsam war im Vergleich auch zu den Red Bulls, die ja dieselben Reifen hatten. Und ich hab den schon angreifen lassen. Also da muss man sagen, die Pace war auch nicht so ganz gut bei Leclerc dann doch. Und bei Gasly dann stark. Ich meine, da war er deutlich. Der hat die weichsten Reifen gehabt, ja. Aber da war er auch mit Hart sau schnell. Also Leclerc konnte gar nicht mithalten. Also ja, schon irgendwie doch dann enttäuscht für Leclerc. Dann war Gaslys Pace einfach überragend, muss man sagen. Und hat natürlich den Sieg auch verdient. Also das ist ja gar keine Frage. Oh ne, oh, punktgleich sind die beiden jetzt. Punktgleich. Boah. Ich hab gedacht, Gasly übernimmt die Führung, aber nein. Punktgleich sind die. Unfassbar. Und nebenbei ist es der 9. Sieg im 9. Rennen.
Der neunte Rennen im zehnten Rennen. Der neunte Sieg im zehnten Rennen, so rum. Und hier, ja, wir haben wieder 5 Punkte mehr geholt als Red Bull, während Perez sich nebenbei an Verstappen durchsetzen konnte im Rennen dann noch. Ja, stark von Pierre. Entwicklungspunkte kriegen die da ein? Gasly kriegt wirklich ein. Schon wieder ein. Wieder mal ein. Leclerc nicht, ja, weil Leclerc Gasly vielleicht gewonnen hat, deswegen. Puh, okay. Gehen wir mal. Boah, Alter, das war aber echt ein hartes Rennen. Oh, da kommt gleich noch, dass der Unterboden. Fertigungsabgut, okay. Okay, was hat der Vorstand zu sagen? Gut, ne? Der sagt, stimmt, ja, immer dasselbe. Das ist das Team zu Siege für das Jahr, so wollen wir sehen. Das Getriebe müssen wir vielleicht wechseln dann, bei Gasly und bei Leclerc bestimmt auch. ERS dasselbe Spielchen. Ja, haben ein bisschen was zu tun in der nächsten Folge. Aber das war's jetzt erstmal. Bis zum nächsten Mal dann in Österreich, bei Red Bulls Heimrennen sozusagen. Wie heißt der Red Bull Ring? Also, da könnte Red Bull erst recht schwer zu schlagen sein. Weil ich kann mir vorstellen, dass das Spiel vielleicht so ein bisschen Red Bull ein bisschen overperformt am Ende, weil es ihr Heimrennen ist. Aber vielleicht können wir da die Suppe den versalzen und ein bisschen die ärgern dort, wie wir es ja die ganze Saison bisher ganz viel machen. Mit 9 Siegen von 10 Rennen. Bis zum nächsten Mal und ciao.